Ich habe daran geglaubt. Ich habe daran geglaubt. Wir mussten natürlich auch noch große Einrichtungen dazu gewinnen. Alle haben vorher geschrien, mach das bloß nicht. Die Kreditkunden rennen weg und zahlen nicht. Und es gibt Aufschrei und genau das Gegenteil war der Fall. In der Gründungsszene war ganz klar, Gründung ohne Geld funktioniert nicht. Und Geld wird es von normalen Kreditgebern nicht geben. In Deutschland haben wir ein ausdifferenziertes Bankensystem, aber wir hatten praktisch kein System von Mikrofinanzierung. Ein Holzrücker, der schon lange am Markt ist, aber nun braucht er ein neues Pferd und da hat er aber keine Rücklagen. Wir haben das Ganze nüchtern gesehen und realistisch und haben gesagt, wen könnten wir mit ins Boot holen? Ein paar wagemutige Leute in Ministerien, aber das kann man an zwei Händen abzählen. Diese Summe scheint für viele andere irgendwie so Pipifax oder lächerlich, aber das ist richtig Geld.